Moinsens, meine lieben Freunde! Herzlich willkommen zurück zu Zelda Minish Cap. Letztes Mal in der geheimen Welt von Tavanda stehen geblieben. Wir haben Fragmente für Statuen bekommen, gefunden. Weißt du, haben wir gemacht. Dann wir haben Soldat gelöst, Soldat besiegt. Und dann wir haben... Wir haben hier stehen geblieben. Aber das ist jetzt ja nicht so wichtig, denn wir fahren fort. Mal sehen, wie weit wir zum Tempel kommen. Heute, jetzt. Ich meine, das ist jetzt der vorletzte Part, den ich heute erstmal aufnehmen, weil dann habe ich wieder ein bisschen was. Morgen werde ich dann wahrscheinlich weiter aufnehmen gleich mal. Freund, muss ich den erst berühren? Was ist denn das für ein Sack? Da zwingt er mich, den anzufassen. Das ist ja fast wie der Pädophil aus meiner Nachbarschaft. Obwohl ich den noch nicht immer habe. Jeder hat einen Pädophil in der Nachbarschaft. Ihr wisst es nur nicht. Ich weiß es selbst nicht, ob ich einen habe. Ich glaube eher weniger, weil... Nee, ich glaube, ich habe keinen. Mm-mm. Das wäre unwahrscheinlich. Lalalalala. So. Hi. Aua. Ey, du Sack. Kannst dich doch nicht einfach wieder hinsetzen, faule Sau. Nicht hinsetzen. Wow. Jetzt go, dass da drüben war. Gib mir das Glücksfragment. I need it. I need the Glücksfragment. Der Glücksfragment ist all I need. Hey, hey. Ein großer blauer Rubin ist das, was ich bekomme. Mysteriöse Muscheln. Yeah. Draven. Und du Pisser denkst, du rennst jetzt nochmal hin. Haha, in deinen Träumen. In deinen Träumen. You think so? I think not. Hallo. Spinne. Obwohl du eine... Ich wollte schon Schnecke sagen, aber du bist ja gar keine Schnecke. Zack. Oh Gott. Können wir gleich mal umdrehen. Glücksfragment! Ach nö, komm. Insane Dodges! Insane Dodges! Ah! Durch die Scheißschlange durchgerannt. Ja, okay, das akzeptieren wir jetzt einfach so. Den machen wir den kaputt, den kaputt. Oh Gott, Moment, so. Ich mag die Pegasus-Stiefel. Die geben einem so das Gefühl, dass das wirklich vorangeht irgendwie in irgendeine Richtung. Dürfte jetzt nicht sogar schon beim Tempel sein? Ah, ihr wollt auch auf die Fresse, ha? Huh? Ja, das könnt ihr gerne haben. Number One Week Friends als Hintergrund gerade. The. Dann gehen wir mal hier. Nein! Dungeon Item! Die Ruine war offenbar in diesem Stein. Keine Ahnung. Gib Acht auf die Fallen, die hier aufgestellt sind. Nevermind. Ich würde jetzt so voll episch sagen: Boah, das sind Gegner. Aber in Wirklichkeit sind das gar keine Gegner. Hör auf, Freund. Du hör auf. Ah! Arschloch. Wisst ihr was? Dann machen wir das einfach Zweg. Dann setzen wir jetzt einfach die Zweg-Methode ein. Zweg. Ha! Umgezwegt. Boah, Alter. Boah, der ein Tracking. Ich kann mich sogar repositionieren und er verfolgt mich weiter. Das ist mal ein Bumerang. Oh nein, ich komme nicht an den Rubin ran. Ist nicht. Hup. Wir laufen durch, wir machen den Dungeon. Dungeon. Er ist ein Dungeon. Machen wir die Noob-Strats.
geben den einfach mit dem Bumerang, dann sind sie gestunt. Oh, sogar beide. Oh, the Skills. Insane Skills. Von mir könnt ihr noch was lernen, Leute. Von mir könnt ihr was lernen. Warum nehme ich eigentlich permanent... Haha. Okay, Jo, wir haben gerade einen Gegner gesehen. Für den brauchen wir den Boomerang. Pisser! So, mit dem Boomerang können wir uns nämlich auch Robis holen! Yeah! Gehst du bitte richtig an die Leiter? Vielen Dank. Haha! Ist nicht. Da machen wir die erstmal kaputt. Und dann gehen wir hier drauf. Und dann rollen wir hier rüber. Und dann machen wir den hier. Und da, ich hab's verpennt. Und den habe ich erwischt. Yeah! Yeah! No! Wow. Snipe! So. Ein paar Pfeile. Die nehmen wir doch gerne mit. Nicht wahr? So, so. Oh Gott. Eine Schlange! Die Schlange greift an! Ah, Schlangenattacke! Wir warten, wir machen Doppelgänger. Ich vernichte diesen Doppelgänger, weil ich ihn nicht mag. Der hat ein hässliches Gesicht. Ganz obvious war das doch, oder? Der sah nicht hübsch aus. So. Er ist kaputt! Nee. Mach das jetzt mal so rum. Weil so rum ist es nämlich um einiges angenehmer. Oh, ich kann nicht rollen! Oh Gott! Schiebe den halt dahin. Nee! Kann ich mit dem noch nicht mal irgendwas anfassen? Was ist denn das? Kommt er ja vor wie der behinderte kleine Bruder? Ich kann nicht rollen, goddammit, hören! Please! Okay, wir fallen gleich mal ein paar Stockwerke durch, weil wegen Sweg. Fickt euch, gebt mir Herzen, danke. Kein Bug, wir gehen jetzt in die andere Öffnung. Genau die hier. Hi. Da oben haben wir eine große blaue Kiste. So, du Pisser machst nichts, das kannst du knicken. Aua! No! Hahaha! Predikt! Predikt! Das war genauso gewollt, so nicht anders. Oh, gab's hier nicht irgendwie Backstory nach diesem Tempel? Ich glaube schon. Ah. Oh. Ha. Oh. Hier kann man sich übrigens Rubine farmen. Weil, wie ihr hier links seht. Oh, geht nicht. Ha! Hahaha! Oh, ernsthaft? Wie ich dies kaputt machen? Nee, aber wie ihr links gesehen habt... Excel World übrigens, gerade Hintergrund. Aber wie ihr gerade gesehen habt, ist ja eine rote Rubin wieder da. Und diese Viecher sind ja immer das, was sie wert sind an Rubinen, geben sie auch. Beziehungsweise das, was sie für einen Rubin vorzugeben scheinen, tun. Das sind sie auch. So, jetzt habe ich es geschafft. Oh no, werde damit gerechnet. Snipe. Snipe. Oh Gott, wie viele brauche ich? Ey, Typ. Oh yeah. Kann man hier voll den Indiana Jones raushängen lassen. Ja, auch den Boomerang mit, weil den brauchen wir eher wahrscheinlich, ja. Was gibt es hier? Die Dungeon-Karte. Dungeon. Jetzt können wir einen Dungeon betrachten. Und verkackt. Da können wir nicht lang. Egal, wir haben die Dungeon-Karte. Wir haben succeeded. Da war ich gerade schon. Wir gehen hier weg. Hier gibt es nämlich nichts Schönes. Wir gehen jetzt erstmal hier ganz außen rein. Da rechts war was. Oh no. Oh no. Fick dich. Komm her, Fee. Du willst mich jetzt heilen. Geh mal hier rein. Hier muss es was geben. Ganz bestimmt. Ja, hier gibt es was. Hier kommen wir weiter.
Ja. Ha! Kacknapp! Glücksfragment! Ja, dann machen wir hier drüben noch kurz frei. Geben dem eine, lang dem eine und ziehen einmal kräftig. Holen uns das Glücksfragment, was wir da bekommen. Und dann ziehen wir auch einmal hier schön dran. Wenn ich wirklich ziehen drücken würde und nicht. Der Bumerang ist eigentlich eine der besten Erfindungen, die man so machen konnte. Leider funktioniert es in Super Smash Bros. Ja ein bisschen anders. So. Und hua! Nämlich die einzige Möglichkeit, diese Rutzviecher da umzuklatschen. So. Freunde der guten Unterhaltung. Hi! Hi! So, den müssen wir umklatschen. Da müssen wir, glaube ich, Maximum... Oh, das finde ich so toll. Dieses Pseudo... Pseudo 3D Fake. Oh, Mann. Da kommen die Berliner von vor uns durch. Mini-Berliner. Da haben wir es gedietet. Da habe ich es gedietet. So, dann sehen wir uns aber erst im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute. Wartet, Black Ballet. So, dann sehen wir uns erstmal im nächsten Part wieder. Bis dann. Adio. Vielen Dank fürs Zusehen.